Johnny Hilberath in Funktion des Co-Bundestrainers ist zu Gast auf dem Schafhof. Heute ist nicht nur sportlich ein besonderer Tag, sondern auch dein Geburtstag. Richtig. Und ich muss sagen, ich glaube, man kann ihn in keinem schöneren Umfeld feiern als hier. Mit tollen Pferden, mit dem Liebsten, was ich mache, dem Trainieren und dem Begleiten der Reiter. Und dann, wie gesagt, in dieser Umgebung einfach perfekt. Was wäre denn das schönste Geburtstagsgeschenk für dich am heutigen Tag? Wenn die Pferde so gehen würden und die Reiter so reiten würden, wie ich es mir wünsche und vorstelle, dann wäre der Tag komplett perfekt. Uns interessiert natürlich brennend, denn hier fallen die Würfel. 4 Startplätze für Tokio stehen zur Vergabe an. Ist wirklich noch alles offen? Wie sind die Chancen für die angereisten Persönlichkeiten? Natürlich sind die Chancen offen. Ich meine, die Vorleistungen gerade in Balve waren schon sehr aussagekräftig, möchte ich mal sagen, und eindeutig. Aber wie gesagt, hier ist es nochmal wirklich von großer Bedeutung, wie die Pferde sich präsentieren. Und eben der 4. Platz muss eben definitiv noch besetzt werden. Da gibt es einige Kandidaten. Und insofern ist das schon eine Prüfung, die wirklich höchste Konzentration fordert und ja, unter unser aller Beobachtung steht. Du machst das gemeinschaftlich, partnerschaftlich mit der Bundestrainerin Monika Teodorescu. Wie muss man sich eine solche Entscheidung vorstellen? Wird da diskutiert, werden Videos angeguckt, sind das Eindrücke? Wie findet eine solche Entscheidung statt? Ja, das komplette Programm, wenn man so will, nicht? Also natürlich, die Leistung ist schon mal ausschlaggebend, nicht? Die ja auch im Grunde genommen eindeutig ist, sprich belegbar ist über die Prozente, über die Punkte. Dann haben wir natürlich Trainingseindrücke. Wir fahren eben viel rum im Vorfeld schon zu den Reitern nach Hause, sehen die Pferde sehr häufig in der Arbeit, im Training, kennen eben den Gesamtzustand der Pferde. Und insofern ist dann am Ende des Tages schon die Leistung im Viereck das Ausschlaggebende. Wir sagen vielen, vielen Dank. Heute ist dein Geburtstag, aber du hast uns ein Geschenk gemacht mit diesem Interview. Vielen Dank. Danke dir.